Nachdenkseiten. Die kritische Website. Der Kuss der Paten. Irrungen und Wirrungen um Ursula von der Leyen. Von Jens Berger. Die Benennung Ursula von der Leyen zur künftigen Verteidigungsministerin ist in der Tat eine politische Überraschung. Weniger überraschend ist indes die Reaktion der Medien auf diese Personalie. Schenkt man den Leitartiklern der Republik Glauben, so ist Angela Merkel ein echter Coup gelungen, mit dem sie die umtriebige Niedersächsin von der Leyen zu ihrer Thronfolgerin gekürt hat. Quer durch nahezu alle Kommentare ziehen sich dabei zwei grandiose Denkfehler. Zum einen soll das Verteidigungsministerium angeblich ein echtes Sprungbrett für politische Karrieren sein, und zum anderen wird von der Leyen wie eh und je als Powerfrau dargestellt, die dank ihrer überwältigenden Fähigkeiten für jede Aufgabe geeignet ist. Dabei sollten die Kollegen es doch eigentlich besser wissen. Die Benennung von der Leyen zur Verteidigungsministerin mag ein Coup gewesen sein, aber in einer ganz anderen Art und Weise, als es den Medien vorschwebt. Die Geschichte der Ursula von der Leyen ist eine Geschichte voller Missverständnisse, Mythen und geschickter politischer PR. Fragt man den Bürger auf der Straße nach Ursula von der Leyen, so kommen meist folgende Assoziationen. Sie habe trotz ihrer 7 Kinder Karriere gemacht, sei unglaublich erfolgreich, eine echte Powerfrau, die das konservative Familienbild Lügen straft. Von welcher Frau von der Leyen ist hier die Rede? Sicher nicht von Ursula Gertrud von der Leyen, der künftigen Verteidigungsministerin. Die Supermutter-Power-Tochter. Woher der Mythos der erfolgreichen Powerfrau von der Leyen stammt, ist heute kaum noch nachzuvollziehen. Ursula von der Leyen wuchs in geordneten großbürgerlichen Verhältnissen auf. Röschen, wie sie seit klein auf familienintern genannt wird, ist die Tochter des ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht, Spross einer Dynastie, die bereits unter den Welfenkönigen Schlüsselpositionen im Staat bekleidete. Standesgemäß heiratete sie in die Dynastie der Seidenbarone von der Leyen ein, die seit dem 18. Jahrhundert zum deutschen Etablissement gehören. Wer Ursula von der Leyen daheim besuchen will, fährt erst einmal lange durch familieneigenes Weideland, bevor er an einem gusseisernen Tor zum Betreten des schlossartigen Familienwesens in Burgdorf-Beinhorn eingelassen wird. Keine Frage, Ursula von der Leyen ist die personifizierte Oberschicht, ein feuchter Traum jedes Kitschromanautoren. Doch Röschen schlug zunächst ein wenig aus der Art. Ein Studium der Volkswirtschaftslehre brach sie nach 3 Jahren erfolglos ab, und zwischen ihrem Abitur und ihrem ersten Staatsexamen als Medizinerin liegen stolze 10 Jahre. Lückenlose Lebensläufe sehen anders aus. Aber Frau von der Leyen musste sich schließlich nicht mit derlei profanen Problemen des gewöhnlichen Lebens herumschlagen. Während ihrer 4-jährigen Arbeitszeit als Assistenzärztin wurde die Powerfrau 3-mal schwanger und schmiss dann auch ihre Ausbildung zur Fachärztin, um mit ihrem karriereorientierten Ehemann nach Kalifornien zu ziehen. Ursula von der Leyen war nie eine Powerfrau, die Karriere und Kinder unter einen Hut brachte, sondern eine typische Vertreterin konservativer Familienbilder, die sich nur allzu gerne hinter ihrem erfolgreichen Vater und ihrem Mann versteckte. Ihr kometenhafter Aufstieg begann vor 10 Jahren, als der nun 7-fachen Mutter die Decke des Familienanwesens auf den Kopf fiel und es sie in Vaters Fußstapfen in die Politik zog. Dank der Netzwerke ihres Vaters konnte sie trotz ihrer Unerfahrenheit nicht nur ein sicheres Direktmandat für den niedersächsischen Landtag erringen, sondern wurde auch gleich vom Familienfreund Christian Wulff zur Familienministerin ernannt. Ein genialer PR-Coup konnte die blonde, adrette 7-fach-Mutter mit der züchtigen Haartracht doch als Sinnbild erfolgreicher konservativer Ideale verkauft werden. Doch nun ging es erst richtig los. 1 Jahr später wurde die Powerfrau ins CDU-Präsidium gewählt und 2 Jahre später beglückte sie die Republik bereits als Bundesfamilienministerin im Kabinett von Angela Merkel. Dort machte sie in den klassischen Medien weniger durch ihre, bei näherer Betrachtung kaum vorhandene politische Arbeit, sondern vor allem durch ihre Soft Skills Schlagzeilen. Ursula von der Leyen gelang das Kunststück, sich als 7-fache Mutter, die Familie und Karriere unter einen Hut bringt, als eine Art Jeanne d'Arc der Gleichstellung zu inszenieren. Die Frage, ob es wirklich ein Kunststück ist, Familie und Job miteinander zu vereinbaren, wenn man ein ganzes Heer an Hausangestellten hat, spielte in der öffentlichen Diskussion kaum eine Rolle.
Im Gegenteil, alle Frauen, denen dieses Kunststück mit weitaus bescheideneren materiellen Mitteln nicht gelingen will, konnte nun durch die Powermutti von der Leyen bewiesen werden, dass der Fehler an ihnen selbst und nicht an der Gesellschaft liegt. Ursula von der Leyen hat der Gleichstellung damit einen Bärendienst erwiesen. Hofberichterstattung trotz politischen Versagens. Eigentlich ist das Familienministerium eine sichere Bank. Kindern die Köpfe zu tätscheln, sich für die Senioren und die Frauen einzusetzen, ist eine dankbare Aufgabe, bei der man nur selten politischen Gegenwind verspürt. Nicht so Ursula von der Leyen. Sie überspannte den Bogen, indem sie sich ohne Not in eine Kampagne zur Einführung von Internetsperren einspannen ließ. Seitdem ist Zensursula für eine ganze Generation von internetaffinen Bürgern für immer verbrannt. Und auch in ihrer Zeit als Arbeitsministerin machte von der Leyen keinen ordentlichen Job. Der eiskalte Engel der Erwerbslosen setzte sich vor allem dadurch in Szene, harte Maßnahmen gegen materiell weniger Begüterte mit einem zuckersüßen Lächeln zu verkaufen und sich selbst als Anwältin der armen Kinder in Szene zu setzen. Dies alles tat ihrer Popularität keinen Abbruch, im Gegenteil. Sie ist vor allem bei der Yellow Press, die sich insgeheim immer noch den Kaiser zurückwünscht, außerordentlich beliebt. Wer die Namen der schwedischen Königskinder auswendig kennt, liebt auch die edle Übermutter mit dem charmanten Lächeln und dem Adelsprädikat. Und auch die sogenannten Qualitätszeitungen fassen Ursula von der Leyen nur mit dem Glacé-Handschuh an. In diesem Punkt wäre Ursula von der Leyen in der Tat eine würdige Nachfolgerin von Angela Merkel. In puncto Hofberichterstattung nehmen sich Mutti und Powerfrau nämlich nichts. Es scheint vielmehr so, als löse bereits das Gesicht dieser beiden Damen bei den Leitartiklern eine fortgeschrittene Beißhemmung aus. Sobald sich der Nebel der Hofberichterstattung legt, steht Ursula von der Leyen aber da wie der Kaiser, der in Andersans Märchen neue Kleider bekommt. Es fehlt nur noch ein Kind, das diese simple Wahrheit ausspricht. Ehrgeizig bis zum Fanatismus. Wer an von der Leyen positive Eigenschaften sucht, wird nicht so leicht fündig. Die öffentliche Meinung besagt angeblich, dass sie sympathisch sei und in Talkshows ein gutes Bild abgebe. Hier scheint meines Erachtens jedoch ein Wahrnehmungsparadoxum vorzuliegen. So viel Mühe ich mir auch gebe, ich schaffe es nicht, in der pikierten Arroganz, die oft die Grenzen zur schrillen Hysterie überschreitet, irgendetwas Sympathisches zu erkennen. Aber vielleicht liege ich ja auch daneben. Wenn ich einen weißen Schimmel sehe und alle meine Mitmenschen sagen mir, es sei ein schwarzer Schimmel, so bin ich vielleicht doch derjenige, der daneben liegt. Millionen Fliegen können sich nicht irren. Freund und Feind von der Leyen sind sich jedoch einig, dass man ihr einen ganz großen Ehrgeiz zuschreiben kann. Manchmal überschreitet dieser Ehrgeiz dabei die Grenze zum Fanatismus. Es ist daher durchaus glaubwürdig, dass der Wunsch, das Verteidigungsministerium zu übernehmen, tatsächlich von ihr selbst kam. In von der Leyens Karriereplänen gibt es nach oben keine Grenzen. In ihrem Selbstverständnis ist sie die klare Thronfolgerin Angela Merkels. Nun muss sie nur noch den Rest der Partei davon überzeugen. Und womit gelänge das besser als mit einer Glanzarbeit in der letzten Bastion der Altherrenrepublik, dem Verteidigungsministerium? Karriereknickpunkt Harthöhe Bendlerblock. Nahezu alle Leitartikler sind der festen Überzeugung, dass das Verteidigungsministerium wie kein anderes dazu geeignet ist, sich für höhere Karriereziele zu qualifizieren. Offenbar stammt diese Einschätzung von einigen älteren Vertretern der Branche, die noch immer Helmut Schmidt vor Augen haben, der als schneidiger Chef der Bundeswehr sein Image festigen konnte. Diese Geschichte wurde offenbar von Journalistengeneration zu Journalistengeneration weitergereicht und gilt heute als unumstößliche Wahrheit. Die Realität sieht jedoch ein wenig anders aus. Schmidts Nachfolger Georg Leber musste 1978 wegen einer illegalen Abhöraktion des MAD zurücktreten. Sein Nachfolger Hans Apel geriet wegen des von ihm gestützten NATO-Doppelbeschlusses öffentlich in die Kritik, konnte sein Amt jedoch bis zur Wende behalten. Manfred Wörner wurde durch die Kiesling-Affäre so schwer belastet, dass er nur noch in der NATO seine Karriere fortsetzen konnte. Nach einem kurzen Intermezzo von Rupert Scholz übernahm Gerhard Stoltenberg danach die Harthöhe und musste 1992 wegen umstrittener Waffenlieferungen in die Türkei seinen Hut nehmen.
Ihm folgte Volker Rühe, dessen Engagement für die Out-of-Area-Einsätze ihn öffentlich in die Schusslinie brachte, so dass seine politische Karriere mit dem Regierungswechsel 1998 ihr Ende nahm. Rudolf Scharping wiederum verspielte seine Glaubwürdigkeit und die der rot-grünen Koalition, als er die Bundeswehr mit offensichtlichen Lügen in ihren ersten Angriffskrieg im Kosovo schickte. Die Swimmingpool-Affäre mit der Gräfin Pilati, sowas tut man nicht, während deutsche Soldaten im Felde sterben, brach ihm dann das Genick. Einzig und allein sein Nachfolger Peter Struck schaffte es, seine Karriere im Verteidigungsministerium ohne ernsthafte Blessuren zu beenden und danach als Fraktionsvorsitzender noch eine wichtige Rolle zu übernehmen. Franz Josef Jung hatte nicht so viel Fortun und wurde durch die Kunduz-Affäre irreparabel geschädigt. Selbst Strahlemann Karl Theodor von und zu Guttenberg verhob sich mit der Führung des Bundesverteidigungsministeriums. Letztlich sorgte jedoch seine plagiierte Dissertation dafür, dass er sein Amt nicht aus amtlichen, sondern aus privaten Gründen niederlegen musste. Das bittere Ende, das den meisten Verteidigungsministern vorherbestimmt scheint, konnte Guttenbergs Nachfolger de Maizière wohl nur dadurch abwenden, dass er dank Merkels Gnaden nun im Innenministerium aus der Schusslinie genommen wird. Die Königin des Neusprech als Kriegsministerin. Die nächste Legislaturperiode beinhaltet gleich mehrere Tretminen. Angefangen bei zahlreichen Planungspannen bei Rüstungsprojekten Eurohawk, NH90, A400M, Eurofighter, F125, birgt vor allem der Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan zahlreiche Risiken. Dass Ursula von der Leyen hinter der lächelnden Fassade eine eiskalte Machtpolitikerin ist, steht hier nicht zur Debatte. Ob sie es jedoch schafft, Zinnsärge mit einem Lächeln zu bagatellisieren, ist mehr als unwahrscheinlich. Dies wird jedoch von der Leyens Rolle im Bendlerblock sein. Der Koalitionsvertrag weist gleich in mehreren Punkten eine Ausweitung der Militarisierung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik auf. Deutschland will Kriege führen und damit international Anerkennung gewinnen. Gleich einem Halbstarken, der meint, Anerkennung bei anderen Halbstarken nur durch Gewalt gegen Schwächere gewinnen zu können. Von der Leyen wird uns dann in Talkshows sympathisch erklären, warum weltweit unsere Handelswege mit Waffengewalt geschützt werden müssen und warum deutsche Soldaten an fernen Fronten ihr Leben lassen müssen, um vermeintliche Schurken zur Raison zu bringen. Es ist zu vermuten, dass dann auch ihre Fassade zu bröckeln anfängt und zumindest bei einigen Medien das Kind erwacht, das der Öffentlichkeit aufzeigt, dass die Kaiserin in Wirklichkeit splitternackt ist. Der Bendlerblock droht damit, von der Leyens politisches Ende einzuläuten. Sehr zur Freude ihres wohl einzig ernstzunehmenden Konkurrenten auf die Merkel-Nachfolge im Jahr 2017, Thomas de Maizière. Die Beförderung in den Bendlerblock ist somit vielmehr vergleichbar mit dem Kuss der Patin. Irrungen, Wirrungen, Gleichstellungsfragen. Bemerkenswert ist auch, dass die Personalie von der Leyen durch die Bank weg als Sieg der Gleichstellung gefeiert wird. Gerade so, als sei es erstrebenswert, dass künftig eine Frau Soldaten und Soldatinnen befiehlt, zu töten und getötet zu werden. Ist es denn wirklich modern, wenn heute das Geschlecht eines der wichtigsten Kriterien bei der Besetzung hoher politischer Ämter ist? So etwas kann man auch als positive Diskriminierung bezeichnen. Man kann dies für modern halten. Man kann jedoch auch die Position vertreten, dass es anachronistisch anmutet, wenn das Geschlecht ein wichtiges Auswahlkriterium ist. Früher war es das männliche Geschlecht, heute ist es das weibliche Geschlecht, das karrierefördernd ist. Wirklich modern ist erst die Gesellschaft, in der Chromosomen bei der Karrierefrage keine Rolle mehr spielen. Wer die Personalie von der Leyen auf die Geschlechterfrage reduziert, begeht jedoch einen entscheidenden Fehler, der vom Grundsätzlichen ablenkt. Die Personalie von der Leyen ist keine Geschlechterfrage, sondern vielmehr eine Klassenfrage. Ohne ihre Herkunft aus der Oberschicht wäre Frau von der Leyen heute mit Sicherheit keine Ministerin. Und ob ein Mann oder eine Frau als Vertreter der Oberschicht Männer und Frauen der unteren Schicht für die Interessen der Oberschicht in den Tod schickt, sollte eigentlich Grundlage einer weiterführenden Diskussion sein. Seid bereit, bald ist es wieder soweit. Für die das Vaterland zu schützen, deren Väter das Land besitzen. Und noch manches andere mehr. Hannes Wader,
Vatersland.